Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute den Lesemonat Februar für euch und es wurden, trotz der Tatsache, dass der Monat nur 28 Tage hat, stolze 17 Titel. Eins davon war ein Hörbuch, zwei davon waren ein E-Book, der Rest waren Printexemplare, wovon auch wiederum zwei Stück Kinderbücher waren, die ich mit Maler gelesen habe. Ich habe sie jetzt aber in den Lesemonat dazugenommen, weil ich beide super, super toll fand und die beiden auch gerade erst erschienen sind und ich sie euch gerne einfach mal zeigen wollte. Ja, ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Titel an. Das war das Buch, mit dem ich auch in den Monat gestartet bin. Lustigerweise, normalerweise sortiere ich ja meine Bücher im Lesemonat gar nicht, aber das war tatsächlich das erste Buch, das ich gelesen habe. Und das war das E-Book zu Das Vermächtnis von Thalbrem von J.K. Blum. Ich habe es von ihr zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich halt auch in ihrem Blogger-Team mit drin bin. Und ja, was soll ich sagen? Es ist einfach so grandios, was sie sich da immer ausdenkt. Wer die Autorin noch nicht kennt oder wenn der Name euch jetzt nicht sagt, schaut mal nach der Drachenhexerei oder nach der Wächter der Runenreihe. Ich kann es euch nur ans Herz legen, das alles zu lesen. Wer auf High Fantasy steht, ist damit sehr gut bedient. Aber kommen wir nochmal zu Thalbrem. Das gestohlene Herz ist der erste Teil der Thalbrem-Reihe. Ich denke, sie heißt Thalbrem-Reihe. Und hier geht es um Kira Jane Brooks, die quasi, ja, kein Herz mehr hat. Warum hat sie kein Herz mehr? Dazu müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Ihr wurde vor 2 Jahren das Herz gestohlen von einem, ich nenne ihn mal Rebell, also jemand, der gegen die Regierung arbeitet. Und damit starten wir auch direkt in die Geschichte. Das ist also nichts, was ich euch jetzt irgendwie vorwegnehme. Der Titel heißt ja auch schon Gestohlenes Herz, also macht das schon Sinn, dass ich euch das ruhig erzählen kann. Ich versuche es ja immer so spoilerfrei wie möglich, aber es ist halt nicht immer 100% machbar. Ja, auf jeden Fall möchte sie ihr Herz natürlich zurückhaben. Was auch sonst, denn bei den Talidutsch, ich glaube so wird es ausgesprochen, ist es nämlich so, wenn man das Herz gestohlen bekommt, hat man noch einen gewissen Zeitraum zu leben, so 2 bis 3 Jahre, und dann stirbt man tatsächlich. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, ein Herz zu verschenken, und dann hat aber derjenige nur noch 2 bis 3 Jahre zu leben. Ja, es ist ein bisschen, ich will nicht sagen kompliziert, aber es steckt so, so viel, so komplexes Gedankengut hinter dieser Geschichte, dass es super schwer fällt, jemandem, der sie noch nicht gelesen hat, zu erklären, worum es geht. Ja, aber ich versuche es trotzdem. Eigentlich alle Menschen, die in Thalbrem leben, haben diese Art Talissteine. Die sind am Körper befestigt, auf der Wirbelsäule, am Arm, am Oberschenkel, je nachdem wo. Und jeder Talisstein gibt ihr oder gibt ihnen quasi ein bestimmtes Talent. Vielleicht kann man so ein bisschen mit den Runen bei den Shadowhunter erklären. Der eine steht dafür, dass man schneller heilt, der andere steht dafür, dass man ausdauernder ist und so weiter und so weiter. Aber es gibt halt auch Steine, die nicht gelistet sind, nenne ich es jetzt mal, also illegale Steine. Dann gibt es Portalsteine, die dich quasi, wenn du jetzt hier in meinem Wohnzimmer einen Portalstein setzt, kannst du, egal wo du bist, halt wieder dorthin springen. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, das hätte ich eigentlich auch ganz gern. Aber hören wir auf zu träumen, das wird wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr passieren, dass es sowas erfunden wird. Aber ja, egal. Kira trifft auf jeden Fall, nachdem sie sich lange Zeit isoliert hat, auf Kiel, der so ein bisschen einen auf Bad Boy macht oder als Bad Boy dargestellt wird, und er möchte ihr helfen, ihr Herz zurückzufinden und noch andere Dinge, die ich aber jetzt nicht ansprechen kann. Und die beiden sind einfach mega witzig zusammen. Also
Die liefern sich da immer Schlagabtausch um Schlagabtausch und es macht einfach so viel Spaß, das Ganze zu lesen. Talbrem wird eine vierteilige Reihe werden. Der zweite kommt jetzt auch bald auf den Markt, ich glaube jetzt sogar im März. Und ich bin schon super gespannt, wie die Geschichte mit den beiden weitergeht. Dann ging natürlich unser Throne of Glass Readathon weiter. Wir haben jetzt den dritten Band gelesen, Throne of Glass, Erbin des Feuers. Der knüpft natürlich direkt wieder an Band 2 an. Und wir haben wieder Selena als Powerfrau, wir haben Kale, wir haben Dorian, der sich mal wieder in eine neue Person verliebt. Es werden noch Wetten angenommen, in wen er sich nicht noch verliebt. Wie kommt er uns immer so vor, als wäre er so ein kleines Fähnchen im Wind. Und dann verliebe ich mich in die, dann verliebe ich mich in die, dann verliebe ich mich in die. Aber ja, das ist irgendwie doch sehr unterhaltsam. Ich werde euch jetzt natürlich nicht nochmal erzählen, um was es in Throne of Glass geht. Das habe ich euch in meinen letzten Lesemonat-Videos zu Genüge erzählt. Ich denke, wer sich ein bisschen mit Fantasy beschäftigt, ist auch ungefähr auf der Höhe, was Throne of Glass beinhaltet, wobei ich es bis heute immer noch nicht komplett erfasst habe. Also es ist so eine komplexe Geschichte, einfach nur grandios. Dann habe ich diesen Monat ein Buch gelesen, das mich ein bisschen zerstört hat und traurig gemacht hat, weil ich die vorigen 5 Bände so geliebt habe, aber diese Kurzgeschichte nicht geliebt habe. Ich spreche von Find Me in Green Valley von Lily Lucas. Wer mich kennt, weiß, dass die Green Valley-Reihe eine meiner Wohlfühlreihen ist, die ich jedem, der New Adult lesen möchte, ans Herz lege, weil sie einfach wunderschön ist. Ein kleines verschlafenes Dörfchen in den Rocky Mountains, jeder kennt jeden, jeder hat seine Geschichte und das ist einfach nur so traumhaft. Hier geht es jetzt allerdings um Sarah, die nach Green Valley kommt, weil ein Familienskandal sie dazu zwingt, die Großstadt zu verlassen und sich ein bisschen zurückzuziehen, um einfach der Presse ein bisschen zu entkommen. Dort trifft sie auf Grayson und beginnt dann halt auch dort ihr Leben quasi und beginnt sich mit Grayson zu treffen. Und ich habe Sarah einfach nicht gemocht. Ich habe sie vom ersten bis zum letzten Wort nicht leiden können. Und ja, irgendwie hat mir die Geschichte so ein bisschen so dieses Feeling von Green Valley versaut. Weil ich mir denke, ja, wie Ivy schon gesagt hat, es ist wahrscheinlich eher nur so ein Cash-Grabber, keine Ahnung. Jeder hat nach einer Fortsetzung geschrien, aber sorry, die da hätten wir einfach nicht gebraucht. Im Februar hat es mich, wie so viele andere, auch an die Dunbridge Academy verschlagen. Nehmt das Wort, das euch besser gefällt. Ja, dort haben wir Emma getroffen, die ein Austauschjahr oder ein Jahr ihres Highschool-Lebens an der Dunbridge Academy verbringen möchte, weil ihre Eltern damals auch schon dort waren und sie sich erhofft, an der Akademie vielleicht ein bisschen mehr über ihre Eltern, vor allem über ihren Vater zu erfahren, zu dem sie keinen Kontakt hat. Der ist halt ein relativ, ja, was heißt bekannt? Also man kennt ihren Vater, er hat einen Wikipedia-Eintrag, den sie auch ständig checkt. Aber erfolgreich ist er eigentlich nicht mehr. Aber sie hat halt die Hoffnung, dass sie, wenn sie an die Dunbridge Academy geht, Kontakt zu ihm aufbauen kann, vielleicht Dinge über ihn erfährt, wie das halt so ist. Man möchte halt irgendwie doch wissen, wer die Eltern sind. Zu ihrer Mutter hat sie aber einen guten Draht und das Verhältnis hat mir eigentlich relativ gut gefallen, auch wenn die Mutter nicht so viel Zeit für sie hat, wie sie gerne hätte. Ja, auf jeden Fall trifft sie auf den Schulsprecher Henry. Ich muss mal den Arm wechseln, das Buch ist super schwer. Trifft sie auf den Schulsprecher Henry und freundet sich mit ihm an und kommt auch irgendwie so in seine Clique. Aber sie merkt so nach und nach immer mehr, dass sie ihn richtig gerne mag und möchte aber nicht in seine Beziehung reingrätschen, weil er halt schon... Okay, jetzt fällt meine Lichterkette ab. Schön. Das sind Behind the Scenes, die ich aber nicht rausschneiden werde. Zwischendurch wurden auch auf Bookstagram mal Stimmen laut, die da sagten,
Oh Gott, das sind zwei 17-Jährige, die Sex miteinander haben. Ich denke, 17 ist jetzt nicht das schlimmste Alter für erste Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich war damals auch 17, glaube ich. Ja, ich glaube, ich war 17. Bin ich sogar 18. Aber ich fand zum Beispiel jetzt viel, viel schlimmer, dass diese 17-Jährigen ständig harten Alkohol trinken. Was heißt ständig, aber des Öfteren. Das fand ich viel, viel fragwürdiger als die andere Diskussion. Allein das ganze Setting von dieser Dunwich Academy hat mir so, so gut gefallen. Ich war ja erst ein bisschen skeptisch, weil ich diese What If We Drown Reihe oder What If Reihe von ihr gelesen habe und die mich ja nicht so begeistern konnte. Aber nachdem dann jeder von Dunbridge Academy geschwärmt hat, dachte ich, gebe dem Buch doch einfach eine Chance. Wenn dir der erste Band nicht gefällt, dann musst du ja nicht weiterlesen. Aber ich kann sagen, auf der Dunbridge Academy hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Leap into Love von Ella McQueen, auch als E-Book. Das sollte eigentlich auch nur so ein kleiner Appetizer sein auf die wirkliche Reihe, die jetzt bald ihren zweiten Band erhält. Leap into Love ist, glaube ich, auch nur so 70 Seiten lang, aber stellt halt alle vier Hauptprotagonistinnen vor, die da wären. Ich muss jetzt gucken, nicht, dass ich was falsch sage. Lexi, Pippa, Aspen und Erin. In Band 1 wird es um Lexi gehen, die die Schulsprecherin ist und die anderen arbeiten halt alle als Lehrerinnen auch an dieser Schule. Und irgendwie hatte ich so die ganze Zeit so ein komplettes Sex in the City Feeling und ja, ein Dauergrinsen im Gesicht, weil die vier Mädels einfach so witzig waren. Ich kann euch jetzt nicht groß davon erzählen, um was es in diesen 70 Seiten geht. Es ist jetzt nicht so nennenswert, aber dieses Feeling, das ich hatte, das ja, hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht und ich habe mir direkt schon Band 1 auf meinen Kindle geladen und werde den vielleicht im März noch lesen, vielleicht aber auch erst im April. Ich warte mal, bis der zweite Band rauskommt, vielleicht lese ich dann alles in einem Rutsch. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, hat das Potenzial, ein Jahreshighlight für mich zu werden, beziehungsweise die Reihe hat das Potenzial, ein Jahreshighlight für mich zu werden. Und zwar spreche ich von Ophelia's Gale, Der Himmel wird beben. Das hier ist der zweite Band der Ophelia's Gale-Reihe. Der ist als Taschenbuch jetzt auch erst am 8. Februar auf den Markt gekommen. Jetzt am 8. März kommt der finale Band und ich bin schon so, so, so gespannt. Ich meine, wer sich auf Bookstagram tummelt und ein bisschen was mit Büchern zu tun hat, der hat Ophelia's Gale auf jeden Fall zumindest namentlich schon mal gehört. Es geht halt um die 18-jährige Ophelia, die quasi in Band 1 von dem Widerstand, von Reverse, beim König eingeschleust wurde, um ihn zu töten. Wie das Ganze ausgegangen ist, kann ich euch jetzt nicht sagen, weil ich euch sonst spoilern will. Aber das Buch hier, das zweite, knüpft halt genau dort an. Ich kann euch natürlich den Klappentext vorlesen, aber dann wisst ihr, wie Band 1 ausgeht und das wäre jetzt auch nichts in der Sache. Auf jeden Fall habe ich schon lange kein so spannendes Buch mehr gelesen. Um euch zu beschreiben, wie spannend es war, kurzes Beispiel. Tatjana und ich hatten uns das Buch eingeteilt in Abschnitte und wollten eigentlich bis Montag dann damit fertig sein. Also dann hatten wir 7 oder 8 Tage, um das Buch zu lesen. Es waren 7 oder 8 Abschnitte. Auf jeden Fall hätten wir Montag den letzten gelesen. Wir waren aber so drin in der Thematik, dass wir schon Freitag mit dem Buch durch waren. Ungefähr so spannend war das Buch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, lest diese Reihe. Das nächste Buch konnte mich leider nicht ganz so sehr überzeugen, obwohl es von meinem Lieblingsverlag kommt, aber ich habe mich mit Sky in Your Eyes, zumindest was die erste Hälfte angeht, sehr, sehr schwer getan. Es geht um Elin, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Es wird Elin geschrieben, aber I mit so einem Apostroph. Ich kenne mich mit der isländischen Namensgebung nicht ganz so gut aus. Sei mir verziehen. Ja, ich sage jetzt einfach, Elin ist ein bisschen korpulenter und nicht so zufrieden damit,
Einerseits macht sie sich ständig Gedanken über ihre Figur. Andererseits kocht und isst sie halt auch einfach super gerne. Und ja, es ist halt eine blöde Kombi. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin auch jemand, der lieber isst als Sport macht. Ist so. Sorry. Ja, aber was mich in der ersten Hälfte so gestört hat, war die Tatsache, dass jeder Satz, den sie mit einem anderen Individuum gewechselt hat, oder auch jeder Blick, den man ihr zugeworfen hat, direkt hinterfragt wurde. Hat die mich jetzt angeguckt, weil ich so dick bin? Findet die mein Outfit hässlich? Findet die, ich kann sowas nicht anziehen mit meiner Figur? Also sie hat wirklich, ihre ganze Gedankengänge haben sich um das Thema Körpergewicht gedreht. Und wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema auch schon Jahre befasst und es betrifft mich auch persönlich. Und ich habe auch Momente, wo ich denke, hat er mich jetzt schief angeguckt, weil ich eine Bluse anhabe, wo der Knopf absteht? Oder, also so Gedanken hat jeder Mensch, der nicht nur ein Strich ist. Es ist einfach so. Ein Mensch macht sich einfach solche Gedanken. Aber ich fand, dass diese Gedanken sie extrem nervig gemacht haben anfangs. Ja, sie geht dann halt auch in einen Kochkurs, weil sie unbedingt besser kochen lernen möchte oder sich weiter ausprobieren möchte und trifft dort auf John. Und John sieht halt super gut aus und sie werden direkt ein Kochteam quasi. Und sie kann sich gar nicht vorstellen, dass dieser Mann, der so gut aussieht, Interesse an ihr haben könnte. Ja. Und dann dreht sich das Gedankenkarussell weiter und weiter und weiter und weiter. Und es ist einfach super anstrengend. Aber zwischendurch kriegen wir wunderschöne Einblicke auf das Land Island und das hat mich dann doch sehr, sehr gefreut. Und ich werde auch definitiv dem zweiten Band eine Chance geben, der auch, glaube ich, noch diesen Monat oder nächsten Monat erscheinen wird. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Aurora erwacht, der erste Band der Aurora-Reihe. Hier geht es um Tyler, der gerade seinen Abschluss auf der Akademie gemacht hat, auf der Aurora Legion Akademie. Und jeder, der den Abschluss macht, jeder Alpha, darf sich dann quasi ein Team zusammenstellen. Ja, nur wird er an dem Tag leider verhindert und kriegt dann quasi nur so den Rest, quasi die, die in der Schule beim Völkerball als letztes gewählt werden, die kommen in sein Team. Ja, das wäre dann Scarlet. Ich lese nur gerade vor, da hinten ist nämlich die Beschreibung, wer was ist. Scarlet, die Diplomatin. Sarkasmus hilft immer. Und Scarlet ist seine Schwester. Sila, die Wissenschaftlerin, dezent soziopathisch veranlagt. Finian, der Techniker, besser der Klugscheißer. Kalis, der Kämpfer, es gibt definitiv Menschen, die ihre Aggressionen besser unter Kontrolle haben. Cat, die Pilotin, die sich absolut nicht für Tyler interessiert, behauptet sie zumindest. Ja, das ist das Katastrophenteam vom Squad 312. Ich glaube 312 oder 213. Nein, das steht nicht dabei. Aber ich werde es bestimmt irgendwo finden. Ich lese nämlich gerade aktuell den zweiten Band und ja, kann es euch dann später irgendwo einblenden, was es dann wirklich war. Auf jeden Fall findet Tyler auf einer Mission ein altes Schiff, eine Kapsel und dort lebt noch jemand drin und er rettet dieses Mädchen und damit beginnt eigentlich eine sehr, sehr witzige und sarkastische und ja, humorvoll, ist gleich wie witzig, haha, Geschichte. Ich musste so ein bisschen die ganze Zeit an Guardians of the Galaxy denken, weil ich eigentlich das Buch die ganze Zeit mit einem Schmunzeln lese. Am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, weil das die ganze Zeit zwischen den einzelnen Charakteren hin und her springt von Kapitel zu Kapitel. Aber wenn man mal kapiert hat, wer ist, dann ist es eigentlich super schön zu lesen. Wie gesagt, ich lese gerade den zweiten Band. Ich kann euch jetzt nicht so viel erzählen, weil ich sonst den Inhalt hiervon spoilern würde. Es gibt auch keinen richtigen Klappentext. Ja, doch, hier vorne schon.
Aber da steht auch nur drin, dass er dieses Mädchen aus dem Kyroschlaf erweckt hat und dass das Chaos damit seinen Lauf nimmt. Und dabei würde ich es jetzt auch gerne belassen. Dann habe ich in einer Leserunde nochmal den ersten Band von Harry Potter gelesen. Wir wollen jeden Monat ein Harry Potter Buch lesen und uns dann am Ende vom Monat darüber austauschen. Ja, im Februar war es halt der erste Harry Potter und der Stein der Weisen. Und jetzt lesen wir Die Kammer des Schreckens. Ich habe aber noch nicht angefangen. Ich denke, zu dem Buch muss ich jetzt auch nicht so viel sagen. Wer Harry Potter noch nie gehört hat, der kommt tatsächlich aus irgendeiner anderen Galaxis. Dann hätte ich jetzt hier die beiden Kinderbücher, die ich euch gerne vorstellen wollte, die ich mit Marla gelesen habe. In dem ersten, das habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt, geht es so ein bisschen ums Zählen. 1, 2, 3 kommt ein Hase vorbei, kam jetzt Ende Februar auf den Markt. Und ja, was ich halt besonders cool finde, auf jeder Seite kriegst du halt einen Hasen dazu. Und dann ist halt so ein super süßer Reim und man kann den Kindern quasi spielerisch beibringen, wie die Zahlen sind. Und an der Seite hast du immer so einen Zahlenstrang, dass du immer genau siehst, bei welcher Hasenanzahl man jetzt ist. Und was mich natürlich noch freut, es taucht auch ein Fuchs auf. Da ist sie wieder, die große Fuchsliebe. Ja, und es ist so ein bisschen so ein Wimmelbuch tatsächlich auch mit dabei, weil man mit der Kleinen dann immer gucken kann, wo sind die Hasen. An der Seite sieht man, okay, wir sind jetzt bei Hase 7 und dann kann die Kleine 7 Hasen auf der Seite suchen. Richtig, richtig süß. Und das nächste Buch ist tatsächlich auch ein Fuchsbuch. Mittlerweile wissen die Verlage, wenn ein Fuchs drauf ist, kann man bei mir anfragen, weil ja, zu einem Fuchs habe ich noch nie Nein gesagt. Dieses Buch ist nicht wie das zuvor ein Buch zum Lernen von Zahlen oder zum Suchen, ein Wimmelbuch. Nein, hier geht es um die Dunkelheit. Es ist so ein bisschen Kritik an der Menschheit, wenn man es mal ganz grob nimmt. Also es soll den Kindern zeigen, was wir Menschen eigentlich der Natur und den Tieren antun mit unserer Technologie, sei es jetzt nur Autoscheinwerfer, seien es jetzt Straßenlaternen. Das sind halt alles Eingriffe in die Natur, die die Tiere halt auch erstmal kennenlernen mussten und ihr Sein quasi ein bisschen uns dann wieder anpassen mussten. Und das lernen die Kinder in dem Buch. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass die Kinder spielerisch mit süßen Geschichten auch die ernsten Dinge des Lebens lernen. Das nächste Buch habe ich tatsächlich auch in einer Leserunde gelesen bei Lovely Books, Als wir tanzen lernten von Nicola Jung. Ist das erste Buch, das ich von der Autorin gelesen habe, aber es hat mir richtig, richtig gut gefallen und ich war auch mit den meisten Mädels und Jungs in der Leserunde damit konform, dass wir uns aber tatsächlich mehr am Ende gewünscht hätten. Also nicht mehr, dass das Ende zu schlecht war. Es war ein gut schönes Ende. Es war auch ein gut schlechtes Ende. Aber man hat sich halt gefragt, was danach passiert. Es war einfach so ein offenes Ende und da hätten wir uns einfach alle ein bisschen mehr gewünscht in Bezug auf, was passiert nach der letzten Klappe. Was ist danach noch gekommen? Und warum wurden diverse Dinge nicht vorher mal angesprochen? Ich kann euch natürlich jetzt wieder nicht sagen, um was es geht, aber ich kann euch den Klappentext vorlesen. Der sagt eigentlich schon ziemlich viel über das Buch aus und mehr kann und will ich euch dann auch gar nicht verraten. Ivy glaubt nicht mehr an die Liebe. Erst recht nicht, als etwas Unfassbares geschieht. Sie kann plötzlich die Zukunft von Liebespaaren voraussehen. Ivy versucht noch, mit dieser seltsamen Gabe zurechtzukommen, als sie bei einem Tanzkurs auf Ex trifft, der alles verkörpert, was Ivy ablehnt. Abenteuerlust, Risikobereitschaft, Leidenschaft. Ivy will sich auf keinen Fall in Ex verlieben. Denn schließlich enden alle Liebesgeschichten tragisch. Doch je länger sie mit Ex tanzt, desto mehr stellt Ivy in Frage, was sie über das Leben und die Liebe zu wissen glaubt. Lesen. Einfach schön. Einfach schön. Wer auf was richtig Young Adult, Jugendbuchmäßiges steht, für den ist das Buch definitiv wunderwundertoll. Ich fand es in manchen Momenten ein bisschen zu kindisch, aber das könnte auch einfach dran liegen, dass ich halt jetzt Mitte 30 bin und
nicht mehr 17. Das nächste Buch, das ich euch gern zeigen möchte, heißt Dear Sister, Gefangene Gefühle. Es geht um Geschwisterliebe, was sowieso schon ein Thema ist, das für manche sehr grenzwertig ist. Ich finde es trotzdem sehr spannend, auch solche Thematiken zu lesen. Es geht um die Geschwister Jenna und Joe. Joe hat plötzlich Gefühle für seine Schwester, die über die Gefühle, die man für ein Familienmitglied hat, hinausgehen. Er hat eine sehr, sehr große Zuneigung und einen großen Beschützerinstinkt, was seine Schwester angeht. Ja, an und für sich war das jetzt schon interessant zu lesen. Es gab allerdings halt auch Sachen, die mich an dem Buch extrem gestört haben. Deshalb hat es bei mir auch nur 2 Sterne gegeben. Und das war nicht diese Geschwisterliebe-Thematik, sondern zum Beispiel, dass zwischenmenschliche Szenen zwischen zwei Protagonisten oder zwischen einer Protagonistin und einem anderen Charakter aus dem Buch wirklich wie New Adult geschrieben wird, also wirklich explizit. Es war wirklich sehr erwachsen geschrieben, sag ich mal. Dann wiederum tauchen 3 Seiten weiter Gespräche zwischen den Geschwistern auf, in denen Wörter vorkommen wie du blöde Ziege, sie hopste in den Wagen oder sie hopste in Richtung Wagen, du Frechdachs. Und dann dachte ich mir so, auf der einen Seite ist das ganze Buch so kindisch geschrieben, so richtig kindlich. Ja, als ob's, sorry, wenn ich das so sage, als ob's eine 15-Jährige geschrieben hätte. Und auf der anderen Seite kommen da solche zwischenmenschlichen Szenen, wo ich mir denke, huh, ja, läuft bei euch. Und dann denke ich mir so, irgendwie beißt sich das. Und das hat mir irgendwie so den ganzen Lesespaß auch bei dem Buch genommen und mehr als 2 Sterne wurden es leider nicht, weil ich gegen Ende dann immer mehr dachte, oh, lest doch einfach die letzten 5 Seiten, dann weißt du, was passiert. Aber ja, hab's dann halt noch gelesen, es ist mit einem Cliffhanger geendet und bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich den 2. Band noch lesen werde oder ob ich nicht einfach irgendjemanden frag, der es gelesen hat, wie es ausgeht. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, hat mir dafür umso besser gefallen. Das war nämlich mein What I Read Next Gewinner, mein Subvoting Gewinner, The Secret Book Club, ein fast perfekter Liebesroman. Das lag ja schon ewig auf meinem Sub. Ich habe es jetzt endlich davon befreit, weil ihr mich dazu genötigt habt. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Erlebnis. Ja, es geht um Profisportler Gavin Scott, dessen Ehe mit seiner Frau Thea in der Krise steckt. Sie möchte sich trennen, weil er einfach, ja, ihr nicht mehr das Gefühl vermittelt, was ein Partner einem vermitteln sollte. Und Gavin möchte halt alles tun, um sie zurückzuerobern und schließt sich dann halt diesem Secret Book Club an, der nur aus Männern besteht, die Liebesromane lesen. Mehr möchte ich eigentlich zu dem Thema auch gar nicht sagen. Es ist auch nicht mehr, was auf dem Klappentext steht, aber ich kann euch einfach ans Herz legen, dieses Buch zu lesen. Es ist einfach so witzig und ich könnte mir selbst in den Hintern treten, dass ich es so lange nicht gelesen habe. Ich habe Band 2 und 3 auch direkt bestellt, als ich es beendet hatte oder als ich kurz davor war, es zu beenden. Und Band 4 erscheint jetzt dieses Jahr auch erst. Das habe ich es schon signiert vorbestellt in so einer Kraft-Postkarten-Aktion, sage ich jetzt mal. Und ja, bin sehr gespannt, was die anderen Jungs erlebt haben in ihrer Reihe, in ihrem Band. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, das ich als Hörbuch von der Blogger-Jury zur Verfügung gestellt bekommen habe. Vielen Dank dafür. Ich kann es euch jetzt nur mal schnell zeigen. Das war Alles, was ich in dir sehe von Kira Kroh. Das ist hier übrigens meine Bookstats-App, in der ich alles notiere, was ich gelesen habe, wie lange ich dafür gelesen habe, ob es ein Rezi-Exemplar war etc. Kann ich euch gerne alles mal in Ruhe erklären. Ja, in Alles, was ich in dir sehe, geht es um ein Mädchen, das, ich glaube Anna heißt sie, das quasi nach ihrem Abi von ihren Eltern einen Aufenthalt in Portugal geschenkt bekommt, einen Luxusurlaub in Portugal. Sie weiß allerdings nicht, dass ihre Familie damit nur bezwecken möchte, dass sie ins Familiengeschäft mit einsteigt, weil dort halt Fotoaufnahmen für das Unternehmen ihrer Eltern gemacht werden. Sie geht dann aber weg, sie hat keine Lust auf diese ganze Thematik und lernt dort ein Mädchen kennen, eine Frau,
die eine Hundefarm betreibt. Also quasi so eine Art privates Tierheim für Straßenhunde etc. Und wie ihr wisst, bin ich ja auch Gründungsmitglied eines Tierschutzvereins und wir haben zwei Partnertierheime in Spanien, in der Region La Mancha. Von daher hat es mich super gefreut, dass dieses Thema endlich mal in einem Buch angesprochen wird und in vielen Dingen, die auf dieser Hundefarm passiert sind, konnte ich unsere Arbeit auch wiedererkennen. Ich war selbst schon zweimal unten im Tierheim, in dem auch Lana war, habe dort mitgeholfen, habe die Hunde ausgeführt, habe die Gehege sauber gemacht, habe Futter gekauft und habe es ins Tierheim bringen lassen, habe die Hunde gekuschelt, habe mit ihnen geschmust, habe mit ihnen gespielt. Alles, was halt so in so einem Tierheim anfällt, und es war so richtig schön. Man sagt zwar, es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber wenn du einem Hund das Leben rettest, dann ist es für den Hund halt einfach die Welt. Und Lana ist jetzt seit 2011 bei mir, da war sie anderthalb, und ja, das Buch hat mich einfach nochmal an diese Zeit erinnert und hat mich einfach emotional total berührt. Wer sich die Thematik gerne mal in etwas entspannterer Form anlesen möchte, dem lege ich das Buch wirklich ans Herz. Für mich persönlich war die Liebesgeschichte jetzt nur zweitrangig, weil ich diese Hundepension oder Hundetierheim-Thematik so toll fand. Aber es ist einfach rundherum ein wunderschönes Buch gewesen. Das Ende war für mich so ein bisschen zu viele Zufälle auf einmal, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber ich lege es wirklich jedem ans Herz, dieses Buch zu lesen. Es ist einfach ein wunderschöner New Adult Roman. Das vorletzte Buch, das ich gelesen habe, war The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes. Und was soll ich sagen, es ist definitiv direkt an meine Jahreshighlights-Liste gewandert. War das jetzt ein gutes Deutsch? Ich glaube nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe das Buch zusammen mit zwei Bookstagrammerinnen gelesen und wir waren zwischendurch immer so am Rätseln. Wir hatten die verrücktesten Theorien. Eine davon hat sogar gestimmt, obwohl ich noch groß geschrieben habe. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen weit hergeholt, aber es hat gestimmt. Ja, es geht um die... wie heißt sie nochmal? Ach Gott, ich habe es noch nicht mit Namen. Avery, genau. Avery Gramps, die plötzlich von armen Verhältnissen zu reichen Verhältnissen wechselt, weil sie die Erbin eines Multimillionären ist. Und sie kennt den Mann eigentlich gar nicht. Und die ganze Familie von ihm fragt sich, wer dieses Mädchen ist und warum sie alles erbt und nicht die Familie. Ja. Und der Millionär himself war ein großer Fan von Rätseln und Geheimnissen und ja, stellt die ganze Familie genau vor solches. Ihr wisst, was ich meine. Viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich liebe dieses Buch. Ich freue mich schon so unfassbar auf die Fortsetzung, weil das Buch nämlich mit einem ganz, ganz bösen Cliffhanger endet. Und denke, werde auch die Reihe mit den Mädels weiterlesen. Last but not least kommen wir zu einem Buch, das mein Herz mal wieder gebrochen hat. Und wenn ich von Herzensbrecherinnen spreche, dann kann man davon ausgehen, dass Colleen Hoover sehr, sehr oft dafür verantwortlich ist. In Für immer ein Teil von dir geht es um Kenna, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde oder vor einer Weile aus dem Gefängnis entlassen wurde und sich auf die Suche nach ihrer Tochter macht, die sie nie kennengelernt hat. Sie hat sie geboren und im Gefängnis und hat sie dann direkt abgeholt bekommen. Das war für mich ja schon so, kann ich das lesen, möchte ich das lesen? Ich habe es dann trotzdem gemacht, habe Rotz und Wasser geweint, weil diese Thematik mir so ans Herz ging. Ja, sie hat damals einen großen Fehler gemacht. Der Vater ihres Kindes ist gestorben und ja, sie trägt da irgendwo auch Schuld dran und ja, ihr wurde das bis heute nicht verziehen. Sie ist der Buhmann der Nation und kommt dann halt in das Dörfchen, in dem das alles passiert ist und versucht halt ihre Tochter
zu finden und ihre Tochter zurückzubekommen quasi. Und hat da auch diverse Hilfe, aber auch diverse Steine, die ihr in den Weg gelegt werden. Wer mal noch mal so richtig heulen möchte und sich das Herz aus der Brust reißen lassen möchte, für den ist Colleen Hoover für immer ein Teil von dir definitiv gedacht. Ihr Lieben, das war mein Riesenlesenmonat vom Februar 2022. Für mich sind 17 Bücher verdammt viel, auch wenn mehrere kurze Bücher dabei waren. Aber wenn man jetzt mal die Kinderbücher abzieht, waren es doch immer noch 15 Bücher. Für mich ist das sehr, 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 sehr viel, weil ich normal in der Regel so 8, 9 Bücher maximal lese. Aber ja, das ist ja alles Ansichtssache und ich finde, es ist auch egal, wie viele Bücher man in einem Monat gelesen hat, solange man Spaß dran hatte. Und ich denke mir immer, lieber 4 Bücher, die einem gefallen haben und die man mit Feuer und Flamme gelesen hat, als 10 Bücher, die Käse waren. Mit diesem wunderschönen Statement verabschiede ich mich jetzt von euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, genießt das Wetter und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.